Ja, und da sehen wir auch das Fairplay, wie er Rahel Zellweger den Stock aufhebt von der Sandra Frank. Und da nochmal der super Reflex. Und 1:0. Ein langer Schuss von der Regula Schori. Und für einmal hat Moni Schmid keine Chance gehabt als nie. Das Aufwachen, das ist natürlich immer sehr wichtig. Aber jetzt haben Scorps Motivation, dann kommt 2:0. Der Topscorer. Aber sehr starker Abschluss. Moni Schmid. Wieder chancenlos. Das ist mein Käser da, wo aktiv für den Gag drücken. Und Grosschance. Und 2:1, Nina Bertschi. Zuerst was ist von der Michelle Wicki. Zuerst ein Abschluss, Dreh-Schuss von der Michelle Wicki, Ablock. Aber dann der Rebound verwertet Nina Bertschi. Souverän. Spiel ist hart, aber trotzdem fair geführt. Und es ist ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach. Und das 3:1 fällt, schöner Querpass. Durch ganz Lutz von Dietlicken durch. Clarissa Locher, die da das leere Goal vor sich antrifft. Ein Stockschlag ist vorausgegangen. Schnell ausgeführter Freistoß. Und Nina Merci. Doppelpack, da hat die Blase für einmal nicht so gut ausgesehen. Der hätte sich können. Wenn es jemandem klappt, dann klappt es. Bertschi 2 Schüsse, 2 Goal. Da haben sie schon fast alle gejubelt da in der Halle. Das ist sehr gefährlich geworden. Missverständnis. Und Goal! Jetzt zählt. Zählt das? Ja, das zählt. Karin Güttinger, die 3 Sekunden vor Schluss. Unglaublich. Also Dietlicke hat in den letzten Minuten noch richtig Dampf gemacht. Sie macht da ihren Job vor allem als Verteidigerin sehr gut. Kaum Fehler. Und was für ein Topf! Vera Ambühl mit einem technischen Schuss. Starr. Und starker Pass von der Lindin. Hermann, abgelenkter Schuss. Und Nina Bertschi fast mit dem dritten Goal. Und dann noch ein Crosscheck, ein halber Crosscheck von hinten. Das hätte auch noch 2 Minuten Strafe geben können, hat es aber nicht. Nina Bertschi kommt zum Abschluss. Und jetzt hat sie den Hattrick! Nina Bertschi! Richtig schönes Goal, wie sie da reingezogen ist und dann der Drehschuss ins Eckli. Das ist richtig stark gemacht. Staffette von Dietlicke über Petra Weiss. Backhandpass und das ist sicher ein Foul. Und das, wenn es andere 2 Minuten ist, das dann ist das sicher auch ein. Meiner Meinung nach auch richtig so. Und Nina Bertschi! Oh, 40 Goal von ihr! Nina also, Bertschi! Sie hat einen super Tag. Natürlich, schöner Freistoß gsi, perfekter Pass auf sie und definitiv Bruder gsi. Aber Dietlicke kann jetzt gerade den Konter machen. Über Michelle Wicki mit dem Abschluss und 6:4! Und die Halle bebt! Und das beste Unterzahlteam von der Liga hat wieder zugeschlagen. UHC Dietlicke. Bertschi wieder aufpasst. Und jetzt wird sie eigentlich von der Beine geholt. Keine Strafe. Aber der Pass auf der Michelle Wicki schwach. Und der Konter läuft. Und stark gemacht. Und Karin Beer verkürzt. Also das ist stark genommen. Nicht so gut verteidigt von Dietlicke. Anja Stella mit einem Sololauf und fast das Goal. Und wenn jetzt das Goal fällt für Dietlicke, dann bin ich mir sicher, ist das gsi. Tanja Stella, da mit dem Energiespur. Abschluss und Goal. Und das sieht jetzt ganz verdächtig nach einer Kickbewegung aus in der Mitte. Die machen das super Spiel. Petra Weiss nimmt sie schön an, dreht sich aber wird und Uiuiuiuiuiui, 10 Sekunden noch. Nina Bertschi schön abgefangen. Und Goal! Goal! Mit dem Schlusspfiff! Der Zell! 60. Minute, und Michelle Wicki! Was für ein Goal! Es ist vorbei! Mit dem Schlusspfiff in Falle! Was für ein Goal! Und der Speaker... Und es ist vorbei! Es zählt! Dietlicke im Superfinale.
Und was für eine Dramatik!